Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir uns um Irkos Rüstung gekümmert mit allen drei Charakteren. Und jetzt werden wir uns mit dem nächsten optionalen Boss hier prügeln. Und zwar befindet sich dieser, hey, komm da runter, auf den Schlüsselschwertfriedhof. Und zwar, wenn man die Welt besucht, nachdem er das Spiel, glaube ich, durchgespielt hat. Ja, ich glaube, oder wenn man vorm finalen Boss ist, weil ich spiele am besten das Spiel durch, dann könnt ihr auf Nummer sicher gehen. Und ja, jedenfalls nachdem man das Spiel, glaube ich, durchgespielt hat, kann man sich hier zur Stäpe teleportieren. Und auf der Stäpe befindet sich dann der optionale Boss, den man bekämpfen kann dann. Und ja, was diesen Boss hier angeht, gibt es einige kleine, oh, das kennen wir doch, ne? Das hier ist der Ort, wo wir gegen den verbleibenden Willen gekämpft haben. Kingdom Hearts 2. Und der Ort, wo so hier ein paar Cutscenes aufgetaucht sind. So, man wird sofort bemerken, ich habe kein Vita, sondern Heiltränke ausgerüstet. Das hat den einfachen Grund, weil der optionale Boss, gegen den wir kämpfen werden, kann sich heilen. Und zwar setzt dieser, glaube ich, Vita ein, wenn man Vita-Kommandos im Deck hat. Ja, und das kann man ganz einfach aus dem Weg gehen, indem man einfach Heiltränke ausrüstet, weil dann heilt sich der Gegner nicht. Das Gute ist, der optionale Boss hat nur einen Balken, aber ist knüppelstark, schwer, unfair und was weiß ich nicht alles. Weil ich glaube, der macht mich mit ein oder zwei Schlägen schon kaputt. Und ja, was noch? Ich habe schon lange nicht gegen den Charakter gekämpft. Ich sag schon wieder Charakter. Muss mich erstmal wieder einfinden. Also werde ich hier wahrscheinlich hier ein paar Testkämpfe erstmal machen. Außerdem, was sehr blöd ist, wenn man Heiltränke benutzt. Ich habe jetzt 99 Heiltränke mit jedem Charakter. Und dann ein neuer Versuch macht, also in den Kampf geht, dann sind die Heiltränke weg. Also ich glaube, die werden wieder aufgefüllt, aber wenn man zum Beispiel, weil ich 99 Tränke irgendwann verballert hat, dann steht da irgendwann 0. Das heißt, die Tränke verbrauchen sich im Kampf. Und ja, finde ich ein bisschen doof, wenn man neu starten drückt. Deswegen werde ich hier erstmal einen kleinen Testkampf machen, um zu gucken, wie der so tickt und so und ob ich irgendwie eine Chance habe gegen den. Außerdem, was ich gehört habe, der Gegner wird, glaube ich, aggressiver oder stärker, je höher das Level des eigenen Charakters ist. Ich bin Level 99. Ja. Nicht gut. So, Heiltränke habe ich immer so, weiß ich nicht, in alle zwei Kommandos reingepackt, damit ich die besser, ja, zur Verfügung habe. Und ich habe 4 Heilkommandos, ja. So, gucken wir mal, das Zeichen kennen wir doch. Von dem Wappen geht eine bedrohliche Aura aus. Ich habe keine Zeit für sowas. Könnte gefährlich sein, aber ich untersuche es. Ventus müsste von allen Charakteren eigentlich sofort erkennen. Aber wir sehen ja jetzt, um welchen Gegner es sich handelt. Ich würde sogar sagen, das ist so der zweitstärkste Gegner in dem Spiel, aber ich habe schon lange nicht mehr gegen den gekämpft. Deswegen gucken wir mal. Sehr geile Musik wieder. Ja, der sieht doch aus wie Vanitas, oder? So, mit dem gleichen Schlüsselschwert. Nur in schwarz und weiß alles. Natürlich wieder übliche Musik. Ein bisschen abgewandelt. Aber trotzdem geil. Vanitas Kampfthema. Auch ein bisschen was von Soas Thema hat. Siege Vanitas Gedanken. So, und der müsste mich, glaube ich, mit ein oder zwei Schlägen fertig machen. Also ja. Ja. Gut, ich habe Ventus und Ausweichrolle. Das heißt, wenn ich mich nicht zu dem anstelle, müsste ich ja jeden Angriff ausweichen. Oh mein Gott, ziehe ich dem viel ab. Aber er macht mich mit einem Schlag fertig. Blöde ist, ich habe keinen Vita und damit auch keine Immunität gegen Angriffe. Aber er lässt sich deutlich öfter angreifen als
Dingens. Ich wollte mich einfallen. Also ausweichen. Da fehlt mir Terran Spaß. Oh, dieser da müssen wir ihn nur eigentlich angreifen können, oder? Oh, verdammt. Mann, ich setze den Angriff immer ein, wenn er das macht. Ey. Auch verwirrt zu sein. Jetzt bin ich nicht verwirrt, oder doch? Was? Jetzt ist in meine Mine reingelaufen. Ja, verwirrt zu sein ist jetzt ein bisschen doof. Okay. Kann ich den damit treffen? Nö. Na ja, doch, ich hab ja. Nein, damit kann ich ihn nicht treffen. War einfach ja während in meine Minen rein. Boah, ist aber nicht so schwer, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ja, komm in meinen Minen. Was liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich eine Menge Schaden mache. Oh, mein Daumen. War nicht gut. War ein Ding schon weg hier. Ja, da habe ich vollkommen verkehrte Angriffe hier drin. Oh Gott. Was? Ach, weil ich in mein Dings gewechselt habe, ne? In mein Kommandoziel. Ey, komm schon. Ey. Wegen der Animation, ey, ehrlich. So, meine Dings sind aber noch. Boah. Lang sind aber noch da. So, und ich muss hier ausweichen. Oh, geht mir aus dem Weg. Ja, der war nicht gut. Boah, hör auf mit dem Angriff. Ich bin die ganze Zeit Viereck bashen, wie blöd. Kann ihn ja vernünftig oft treffen. Er ist aber nicht so schwer, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Weil jetzt sind meine Dings natürlich weg, ey. Da habe ich voll die verkehrten Angriffe drin, ey. Oh ja. Ja, falls man es noch nicht bemerkt hat, ich werde hier viel ausweichen. Hier meine Minen rein, verdammt. Aha. Halt mal, kann er mich. Verfolgt mich den ganzen Weg lang, ehrlich. Ich will die ganze Zeit auf Nummer sicher gehen, das ist das Problem. Das war nicht gut. Oh Gott. Der ist vollkommen immun dagegen, ey. Da kriegst du ja einer, ey, ich krieg ihn nicht getroffen, ja. Na komm her. Nein. Weil wir natürlich nicht so oft angreifen.
folgt mich den ganzen Weg lang, ey. Hey. Soll ich denn das mit Schimmeterra schaffen, ey? Ich glaube, ich muss ein bisschen aggressiver gegen den sein, sonst wird das hier nicht. Aua. Gegen die Wand. Ich habe übrigens Heiltränke reingesetzt, weil ich einfach nur mehr AP als einen brauche. Weil ich sowieso mit einem Schlag weg bin, also Supertränke sind da ein bisschen verschwendet. Na komm. Der Kampf ist nicht so schwer eigentlich. Ich stell mich nur wieder so doof an. Ja. Oh Mann. Ich weiß nicht, wie viel Heiltränke ich übrigens mal habe, ne? Und jederzeit, glaube ich, frecken. Was? Hey. Okay, ich brauche ein paar andere Angriffe, habe ich das Gefühl. Das wird so nix. So. Eine Sekunde. Na, oh, jetzt habe ich sie wieder alle. Okay, gut. So, der Angriff bringt es nicht. Weiß nicht. Was nehmen wir denn hier? Das ist eine Frage, ne? Staccato. Ich möchte nicht zu nah im einen hier herangehen. Das ist Dingen. So. Manchmal was versuchen. Er setzt am Anfang wahrscheinlich wieder seine dunkle Sphäre da ein. Deswegen gucken wir mal. Mal gucken, ob ich mit Gleiten hier aus dem Weg komme. Und ich muss den Angriff ja irgendwie mit Terra aus dem Weg gehen können. Ich kann mich ja nicht hier unterbrochen hier Ausweichrollen. Ja, super. Geil. Wie soll ich den Angriff mit Dings ausweichen, ehrlich? Okay, geil. Ich bin doch durchgehend am Ausweichen. Warum klappt das nicht? Ah, das wird nervig, ey. Ah, gut. Ich kann irgendwie abbrechen. Das könnte mich töten. Ja, danke. Kollege, muss ja unbedingt... Muss er unbedingt so stark sein, ey, jetzt ehrlich. Ich hatte ihn doch schon ein paar Mal hier. Ja, direkt auf ihn losgehen. Boah, jetzt macht er trotzdem. Weil er geht voll auf die Daumen. Den Daumen. Scheinen schon fast mit normalen Angriffen irgendwie eher zu treffen als mit meine ganzen anderen Sachen. Boah. Oh, sehr gut. Das war nicht geplant, ey. Habe ich ihn damit überhaupt?
Hey, ich habe ihn immer noch nicht Schaden gemacht. Autsch. War sehr gut. Komm. Damit kann ich ihn treffen. Gut. Nein. Bin ich den Angriff hier ausgeglichen? Ach man. So wird das hier die ganzen anderen optionalen Kämpfe auch ablaufen. Ich einfach nur Ausweichrollen, ja. Ich muss ihn mit dem Minen ja kriegen. Ja, jetzt kommt er wieder damit. Ich muss ihn mit meinen Minen kriegen, das Ding. Dann fliegt er kurz in der Luft und dann ist er anfällig gegen irgendwas. Naja. Er bricht sogar seinen Angriff ab, ausgezeichnet. Komm her. Schaden. Ich heile erstmal. Komm her! Jetzt habe ich dich aber. Nein, er ist immer noch nicht weg. Aber gleich. Komm her. Ha! Jetzt ab. Darum. Okay, wow, was für ein Siegespose von Ventus. Oh, ich bin seinen Angriff nur ausgewichen. Okay, Bean, da ist der Erfolg. Da ist der Erfolg dieses Kampfes. Mit Aqua haben wir ja Zielsucht Mien, also wird der Kampf wahrscheinlich mit ihr ein bisschen einfacher. Ausgezeichnet. Oh, ich bin froh, dass wir ihn geschafft haben. Clavis Vanitatum, ein Schlüsselschwert mit hoher Reichweite, außergewöhnlichen hohen Attacken werden und hohen Schaden bei kritischen Treffern. Gut, ne? Ich bezweifle aber, dass es stärker ist als das Ultima-Schwert. So, ich nehme an, der Kampf ist immer noch da, ne? Mal gucken wir mal. Clavis Vanitatum, mehr Angriffskraft, aber weniger Magie. Hm. Lass mal erstmal. Gut. Muss immer noch irgendwas Treffer hier holen mit Ventus, glaube ich, ne? Vanitas Vermächtnis auf einmal. Physikalische Manifestation des Gedanken und Fühlen von Vanitas. Alles, was von ihm übrig blieb. So. Das speichern wir mal ganz kurz, obwohl, ne, ich habe eine andere Idee. Wir gehen jetzt erstmal hier ein. Wir machen jetzt erstmal hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann wieder mit Aqua. Müsste auch alles in einem Part machbar sein, ne? In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss! So, das gleiche nochmal mit Aqua. Ha. Und ja, man sieht, ich habe klar und deutlich Vigra im Deck. Einfach nur mal, um zu zeigen, wie das dann abläuft, wenn er auch Vita einsetzt. Oder wenn wir Vita. Ich weiß nicht, ob er sich heilt, wenn wir uns heilen, oder ob es schon reicht, hier irgendwie Vita im Deck zu haben. Das Problem ist allerdings, wenn er sich heilt, dann heilt er sich voll. Er hat nur einen Balken. Also er heilt sich dann direkt voll. Also alle AP, die man abgezogen hat, weg. Und das möchte ich einfach noch mal zeigen kurz. So, wir rollen jetzt erstmal durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob er sich schon heilt.
wenn er voll AP hat oder so. Mal schauen. So, besiege Vanitas Gedanken. Aber sicher doch. Wenn sonst nichts ist. So, jetzt macht er natürlich wieder das hier. Soll er vielleicht nicht alles an einem Tag machen? Mein Daumen tut jetzt schon weh. So. Ich muss erstmal ausweichen, um zu gucken, ob er sich schon so heilt. Oder ob er sich heilt, wenn ich mich heile. Ich heile mich mal jetzt hier. Gucken, ob er sich jetzt direkt auch heilt. Ja, seht ihr. Aua. Okay. So, dann mal aus dem Weg geräumt. Los. Jetzt gut. Mal wieder Dings rein. Gut, und sagen, es hat schon wieder. So, Heiltrank. Trippelfeuer, Eisgar, Zielsuchmine, Blitzschuss, das übliche Zeug mit Aqua. Jetzt glaube ich nie was ändern. Egal bei welchem Boss wir hier sind. So, und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Diesmal ernsthaft. Und ja. Heiltrank, weiß nicht. Gefährlich. Ich mag es nicht, einen Kampf mit Heiltränken hier zu machen. Mal ganz ehrlich. Jedenfalls nicht in Birth by Sleep Mechaniken. Kingdom Hearts geht ja noch so. Kingdom Hearts 1 und 2, aber nicht in Birth by Sleep, wo die einen Angriff hier ersetzen. Doch, Mann. Tut jetzt schon mein rechter Daumen weh. Er tut nicht weh, aber fängt an. Aua, was? Und aber ordentlich Schaden dadurch. Wir wissen ja, wie die Strategie mit ihm ist. Er hat mich beinahe umgebracht, danke. Er scheint eher irgendwie sehr viel mehr Schaden zu machen als Ventus. Naja. Also, der fällt nicht mehr darauf ein. Aber er kommt Schaden, das ist schon mal gut. Oh Gott. Ja, das war auch ein bisschen doof von mir. Er läuft die ganze Zeit in meinen Minen rein, das ist schon mal gut. Er setzt immer diesen Ausweichangriff ein, verdammt. Wie alle Angriffe so gut wie nichts abziehen, ne? Ah. Wie viel HP sie hat, ey. Und wie viel Schaden der uns mit einem Schlag macht, ne? Nein. Komm schon. Ach Mann. Was? Oh doch. Wie soll ich den Kampf mit Terra schaffen, ey? Ah, sehr gut. Aber guck mal, wir haben den schon viel schneller gleich erledigt mit Aqua. Oh, ich habe noch zwei. Nein. Komm schon, wir hatten es doch. Na, oh, Mann. Komm schon, mach jetzt nicht so. Er macht es jetzt hier echt. Auf in die Minen rein. Dann angefangen wir auch noch nicht gewesen.
dass der Angriff so langsam ist, ne? Oh, sehr gut. War sehr viel schneller als mit Ventus. Weil er hat nur so Killer-Moves, ne? Und dieser Multifokus von dem ist nur so ein langsamer Strahl, ey, den du voll einfach ausweichen kannst. So, jetzt der ganze Spaß noch mal mit Terra. Wie soll ich denn das schaffen? Ich kann nicht ununterbrochen mit ihm ausweichen. Aber irgendwie müssen wir es schaffen, ne? Ja, wir kriegen auch hier Clavis Vanitatum. Und ja, ich müsste einfach nur beten, dass ich es irgendwie mit Terra auch noch schaffe, den Typen zu erledigen. Ja, Bams. Wie gibt das Angriffskraft halt, ne? Ein mehr. Gut, dass ich so viel angreife mit Aqua physisch. So. Gut, dann sehen wir uns gleich mit Terra. Und hoffentlich einen Sieg mit Terra. Bis gleich. Ah, schön, beim dritten Mal macht's doch umso mehr Spaß, ne? Gut. Terra versus Vanitas Vermächtnis. Das könnte ein Spaß werden. Okay, den Kampf darf ich nicht so lange in die Lange ziehen, ja. Einfach schnell fertig machen irgendwie. Das Gefühl, weil mit Terra ist die Quote Fehler zu machen sehr viel höher, habe ich so ein Gefühl. Oh Gott. Besiege Vanitas Gedanken. Und spiele dabei Terra. Oh Gott. Oh, sehr gut. Und jetzt, wie soll ich das machen? Oh. So, nicht. Oh, ich bin schon tot. Hab mal Schallschock reingenommen, vielleicht wird das ja was. Oh. Nimm das. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das so abläuft. Dauerhaft in Gefahr zu sein, so. Ja, das war durch gut. Vor allem ich. Ja. Das habe ich mir irgendwie so gedacht. Vor allem ich habe viel zu viel AP. Habe ich mir. Habe ich das Gefühl, ich kann mich nicht genug hochheilen. Dreck. So. Doch, ich kenne Ausweg hier. Der war aber, glaube ich, nicht so gut. Mein Gott. Mal gucken, ob Schallschock was bringt. Nee. Also ich mache ihn Schaden, aber oh, wäre natürlich wieder dann vollkommen ein Kreuzfeuer von dem. So. Wie soll ich denn das schaffen, bitteschön? Die ganze Zeit auf der Fresse. Aua. Ey, da habe ich den ganzen Angriff ja alles ausgewichen, ne? Ah, musst du da verfolgt sehen. Ja, blocken kann ich ja vergessen, habe ich so ein Gefühl. Oh nee. Ja. Ich auch. Ey. Aber den seine Stimme schon gehört. Ich dachte, er wäre jetzt auf mich los. Aha, wie soll ich ihn das schaffen mit Terra? Das ist auch unmöglich. Hey. Und meine Heiltränke, die gehen mir gleich alle aus. Sehr gut.
Ja, okay, ist gut, Mann. Boah, echt. Ich tu mir so. Boah. Tu mir voll geschützt und einen Trank aus und der so. Voll aggressiv, ey. Hör doch mal auf mit dem Angriff, ey. Ich kann den mit Terra nicht ausweichen. Ja, geil. Mein Gott. Das schaffst du doch mit Terra nie im Leben. Ey, ehrlich. Wie soll ich denn das mit dem schaffen? Er macht die ganze Zeit diese Combo-Angriffe, ey. Oh. Waren da meine Minen gerade noch vom letzten Kampf? Ach Mann. Da wollte ich nicht einsetzen. Ich kann die Angriffe abwehren. Sagt mir doch einer. Komm her. Der Kampf hat gerade vollkommen andere Dimensionen angenommen. Mehr. Oh, geh noch mal weg. Nein, ich Idiot. Aber den Einlauf kann ich abwehren, sehr gut. Oh Mann. Ich mach doch genug Schaden, ey. Ich glaube, ich sollte einen Schlüsselschwert mal ausrüsten. Oh geil, danke. Die Angriffe konntest du ausweichen, anderen wollen nicht das kämpfen. Ehrlich. Oh, super. Mehr. Oh. Oh, super. Vor allem die ganze Zeit dieser Blindzustand, ne, da geht mir am meisten auf den Nerven. So, irgendwann wollte ich machen, aber ich werde es wieder vergessen. Irgendwann wollte ich ändern. Ich wollte dann eine Schlüsselschwert ausrüsten, genau. Wenn ich ein bisschen mehr Schaden raushau bei dem. Da! Da guck mal, wie viel er abzieht. Ja, so schwer ist das doch nicht. Lust hat. Ach Mann. Ey, hier ist alles irgendwie gegen einen, habe ich so Gefühl. So, ändern wir mal ein paar Sachen. Ich komme ja jetzt in nix. Was wollte ich machen? Ich wollte die Supertränke schon mal reinnehmen. Ich habe nicht so viele, geil. Aber na verdammt, Megatrank. Ich habe so das Gefühl, ich werde nicht lange hier aushalten mit dem, deswegen machen wir das so. Wir nehmen das Schlüsselschwert, weil das einfach riesige Mengen von Schaden anrichtet bei dem. 63 Angriff, hallo. Aber ich will Angriffskraft derart, der mich mit Einschlag weghaut. Bin Level 99, Gott verdammt. Wir sehen viel mehr Schaden anrichten. Okay, ich habe mir schon gedacht, dass das so ausgehen wird. Mann. Warum muss alles so richtig schwer sein mit Terra? Mit Aqua war der Kampf voll einfach, aber. Wieso hat nichts abgezogen? Abgelehnt. So, damit werde ich voll geil.
gucke einfach mal, ob ich ein paar Angriffe davon abwehren kann. Mein Gott. Mein Gott, ehrlich. Wieso habe ich überhaupt so viele Megatränke? Fällt mir gerade ein. Irgendwas 63 oder so. Warum habe ich so viele von denen? Ich muss eigentlich nur die ganzen Angriffe von denen hier drauf haben. Wurf. Nein! Oh, hör auf mit dem. Wo immer du bist, komm her. Naja. Ich weiß immer noch nicht, ob man den Angriff abwehren kann. Ja, das war sehr gut von mir. Ja. Wo bist du? Respekt, du bist direkt hinter mir, oder? Ah. Oh Gott, das Ding. Nein, 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 nein. Boah, was mache ich denn hier? Er hat noch nicht seinen einen Angriff eingesetzt, merke ich gerade. Ja, genau den. Meine Megatränke gehen mir gleich aus, ne? Also, ich glaube, habe ich nur drei. Nein, Mann. Komm her, ich mache ihn einfach zu wenig Schaden, das ist das Problem. Komm her, nein. Er ist doch beinahe da reingelaufen. Boah, da gehen sowieso die Megatränke aus. Muss nur den seine Angriffe drauf haben, dann ist es doch nicht so schwer, Mann. Komm schon. Aber eine gute Runde. Muss ich nur ein bisschen öfter treffen. Boah. Ja, komm her. Komm her. Boah, ehrlich. Nein, nicht gut. Mal jedes Mal. Oh. Ey. Immer wenn ich vorbereitet bin, macht er den Angriff nicht. Wenn ich vorbereitet bin, wenn ich unvorbereitet bin, dann kommt er natürlich wieder aus dem Boden gekrochen und haut mich kaputt. Oh. Kannst du dich mal einmal treffen, das für den Angriff? Oh, super. Ich mach einen Sturmlauf am Anfang, damit du diesen blöden Angriff nicht machst. So. Davon treffen zu lassen, das ist auch gut, ne? Boah, jetzt fahr ich ab und der macht das nicht, ey. Das darf einfach nicht wahr sein. Den Angriff nicht ausweichen. Oh, super. Kann ich nur warten, bis der... Oh. Ich meine zu wenig Schaden, ey. Das ist das Problem. Ach man. Fire.
Fresse. Also kannst dich wenigstens von denen angegriffen lassen. Oha. Ja. Das war irgendein Angriff gegen. Mein Gott. Ja. Wegen den seinen blöden Dingens die ganze Zeit. In Teleportation, ey. Ich treffe den nur mit die Hälfte meiner Angriffe. Das ist kacke. Muss doch irgendeinen Angriff geben, gegen den der empfindlich ist. Ja, geil. Na, warte. Probierstunde. Bist du gegen irgendeinen Angriff hier anfällig? Der bringt nichts, der bringt nichts, der bringt nichts. Irgendein Zauber, was könnte denn gegen den anfällig sein? Beben. Das ist zu wenig schon wieder. Keine Ahnung. Klappt der Angriff? Oder Magnega? Was habe ich schon wieder Heiltränke ausgerüstet, ey? Was? Was? So, Wurf. Wurf. Was? Ja, keine Ahnung. Blitzgard hat es, glaube ich, auch so ein bisschen gemacht. Problem ist, meine Magie zieht da nicht so viel ab mit Terra. So, das könnte länger dauern. Aber ich will das schaffen, verdammt nochmal. Wenn ich nur nicht die ganze Zeit irgendwie blind wäre, das wäre blöde. Das wäre besser, ey. Oh, jetzt habe ich schon wieder Ultima Klinge. Oh. Oh. Mein Gott, muss ich dich schon wieder getroffen werden? Ey, ich will mal ein paar Angriffe bei dir ausprobieren, verdammt. Ich habe ja nicht mal dazu, irgendwas zu machen hier. Dann will ich gefälligst hier was machen. Links bringt natürlich auch nichts hier, mein Multifokus. Gut, Mann. Boah, kannst du mal aufhören mit dem Angriff? Ja, bringt nichts. Sagen wir mal, schon wieder nichts abzieht. Ich wollte Dingens einsetzen, verdammt. Ja, das war viel Schaden, aber der kommt ja die ganze Zeit mit seinem Konter. Ah. Junge, warum ist Terra so schwach in dem Spiel? Ich meine, die hätten den ruhig ein bisschen deutlich höhere Werte geben können, auf Kosten von den seiner blöden Ausweichrolle. Er hat ihn halt abgezogen. Ja, das bringt nichts. Oh, ich hasse solche Kämpfe, ey. Das ist eigentlich mein schlimmster Kampf mit Terra. Weil er fängt langsam an, irgendwie der Schlimmste zu werden. Oh Mann. Das war zu früh.
there's no escape. Ah, sehr gut, das hat viel abgezogen. Oh mein Gott, ehrlich? Ey, wenn du einmal blind bist, dann kannst du auch gar nichts mehr machen. War viel abgezogen damit. Der einen Kombi. Ach man, das ist doch unfair. Boah. Das ist auch unfair. Weil muss er halt immer am Anfang direkt machen. Da kostet schon wieder so viel Zeit. Oh, hörst du mal auf damit. Wenn er nur ein bisschen Schaden abziehen wird, ne? Das war gereicht. Oh. Ach man, ehrlich? Oh, das gibt's mal nicht. Ey. Ausgerechnet, wenn ich mal die Chance habe, ihn zu treffen. Dann wäre ich da wieder aus, ist klar. Weg. Ich hatte einen AP, habe ich gar nicht gesehen. Boah, ist gut. Alter. So. Komm schon, das läuft gut. Ich komme in den Kampf rein langsam. Oh, jetzt kommt er wieder damit. Ey. Oh, komm schon, ey. Ich hätte ihn noch fast. Mit fast meine ich ihn Hälfte AP abgezogen. So, komm. Oh, jetzt kann ich schon wieder mein Deck ändern. So. So, warum habe ich schon wieder... Was machen wir gegen den... Mentrapez, das einzige, was irgendwie zu funktionieren scheint. Stockart, versuchen wir das noch mal. Ist nicht hier irgendein Angriff, der was bringt. Wenn ich genug Supertränke hätte, ne, dann würde ich auch die nehmen, aber habe ich ja jetzt nicht. Ah. Weniger Tränke bringt es irgendwie mehr, weil die einen direkt voll heilen. Ach, ich habe schon wieder falsches Schlüsselschwert. Aber ich habe viele Minen, also ist mir das so. So, ich gehe nicht weg, bis ich den nicht erledigt habe. Komm schon. Soll nicht wahr sein. Bei mir hat auch nicht irgendwie so, weiß ich nicht, eine Stufe oder irgendwie sowas. Also, dann lässt sich von da treffen, genau. Ja, ich wusste, du kommst da raus. Ja, komm her.
Verdammter Dreck. Oh mein Gott, ehrlich. Auf damit. Vor allem dieser ganze Zeit dieser Blindzustand, ne? War ich da kurz unbesiegbar? Oh, komm her! Ey, Junge! Hier, komm hier hin. Und jetzt trifft er mich irgendwie die ganze Zeit mit dem Angriff, ey. Wenn ich aus dem Angriff rauskomme, kommt er mit seinen Dingen zu Angriff, ey. Das darf doch einfach nicht wahr sein, ey. Ich muss doch den langsam mal rauskriegen hier. Irgendwie trifft er mich nie mit dem Ding, habe ich so gefühlt. Ah, das war nicht gut. Schon wieder? Ehrlich? Was ist das? Ach man. Ja, jetzt komm. Nein, ich lass mich auch noch einmal davon treffen, ey. Ich muss den Angriff einsetzen, da kann ich irgendwie am sichersten ausweichen, habe ich so Gefühl. Nein, doch. Gibt immer einen Ausweg. Oh. Nein. Alter, jetzt lauf doch mal meine verdammten. Boah, jetzt setze ich die ganze Zeit Dingens ein. Ey, warum lasse ich mich die ganze Zeit mit dem Angriff hier treffen, ey? Von dem Angriff treffen. Kann nicht wahr sein. Okay, ja, ach so. Ich hab genug Wut gegen dich. Aber ja, diesmal. Naja, boff. Komm schon. Zum Glück hältst du mich immer direkt hoch, ne? Nein! Oh, sehr gut. Komm schon, da sind meine Minen. So, komm. Komm schon, noch ein bisschen. Komm schon! Ja. Oh mein Gott! Oh, mit der Power der Minen erledigt. Mit Terra. Gott. Oh, schön. Erfüllt hier einen gesamten Part, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich alles in einem Part machen. Mal schauen. Oh Gott. Zwei Bosse noch übrig. Klar, jetzt Vanitatum auch mit ihm bekommen. Junge. Gut. Ja, dann haben auch Vanitas mit Terra erledigt. Oh Gott, ich komme jetzt gerade überhaupt nicht klar. Und ja.
gibt mir sogar mehr Angriff, nicht mehr Angriff als der, aber es geht so. Boah, Entschuldigung, Siegesrülpser. Okay, ja, das ist gerade passiert. Muss nie wieder Heiltränke benutzen in einem Bosskampf. Und wir haben nur noch einen Gegner vor uns, zwei Gegner vor uns. Ja, ein Gegner wäre schön, ne? Einer wartet in der Milch Arena und einer in der im Land des Aufbruchs. Bevor wir die alle machen, weiß ich nicht, werde ich entweder einen Schnitt machen oder so, oder ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht werde ich auch direkt in diesem Part hier versuchen, also an diesem Tag hier versuchen, den Dings nächsten optionalen Boss zu plätten. Aber mal schauen. Ich bedanke mich jedenfalls alle herzlich fürs Zuschauen und freue mich, euch in der nächsten Folge wieder zu sehen. Tschüss!